In diesem Video gehen wir der Frage nach, wie wir diese nervigen Cookie-Warnungen zum einen ausgeblendet bekommen und zum anderen möchte ich natürlich auch, dass möglichst wenige Cookies gespeichert werden. In diesem Video teste ich nun, ob wir ein neues Browser-Plugin benötigen, um genau dieses Ziel zu erreichen oder ob eine einfache Filterliste in uBlock Origin reicht. Dafür habe ich mir zwei portable Firefox-Instanzen aufgesetzt und wir schauen uns am Ende das Ergebnis an. Los geht's! Nach dem Intro. So, was habe ich jetzt hier genau vor? Ich habe mir hier zwei Firefox-Instanzen aufgesetzt, Firefox Portable. Die habe ich quasi aus einer Excel-Datei jetzt hier entpackt und die würde ich jetzt mal starten. Auf beiden werde ich uBlock Origin in der Standardausgabe installieren und danach würde ich bei der einen Instanz eine uBlock Origin Filterliste hinzufügen, die genau dafür gedacht ist, Cookies zu blockieren. Beziehungsweise nicht Cookies, sondern die Warnungen. Aber vielleicht blockiert sie ja auch Cookies, das würde ich halt gerne ausprobieren. Das andere ist, es gibt ein Browser-Plugin, das nennt sich I Don't Care About Cookies. Das habe ich privat schon im Einsatz und das macht so ein paar Mausklicks automatisch, so wie es aussieht. Das heißt, das beantwortet bei mir diese ganzen Cookie-Anfragen und zwar so, dass möglichst wenig Cookies gespeichert werden. Ich weiß natürlich jetzt selber nicht, ob ich überhaupt da einen Effekt sehen werde. Also ist das eine besser oder schlechter als das andere? Da bin ich selbst jetzt gerade noch sehr drauf gespannt. Wenn ich diese Instanzen aufgesetzt habe, so wie ich mir das wünsche, dann habe ich mir ein paar Webseiten vorbereitet. Zum einen spiegel.de, das ist eine Werbeseite getarnt als Nachrichtenseite, dann noch google.de und die sind ja auch nicht für hohen Datenschutz bekannt. YouTube gehört zu Google, aber auch da bekomme ich immer tolle Meldungen, wenn ich auf die Webseite gehe. Und dann habe ich noch facebook.com, brigitte.de und chefkoch.de. Einfach mal irgendeine random Liste von Webseiten, wo ich davon ausgehe, dass da einfach sehr viel Zeug im Hintergrund passiert und entsprechend auch Cookies gespeichert werden. Legen wir also mal los. Ich fange mal mit der ersten Instanz an. Also I don't care about cookies. Ich führe das Ganze mal aus. So, die erste Instanz ist damit fast vorbereitet. Also nicht, dass du dich jetzt wunderst, uBlock Origin werde ich auf beiden Instanzen selbstverständlich installieren. Das ist die absolute Grundausstattung eines Browsers. Die Frage ist jetzt halt, was bringt mir diese eine zusätzliche Filterliste, die dann auch noch Cookies blockieren kann? So, ich würde aber, bevor wir mal anfangen, hier in diese Erweiterung einmal reingehen und bei den Einstellungen kann ich tatsächlich gar nichts einstellen. Das finde ich ja recht interessant. Wir gehen hier nochmal in die Add-ons und hier habe ich ja nochmal Erweiterungen. Hier kann ich ein bisschen was einstellen, das sind jetzt hier aber nur die Standardeinstellungen. Ja, dann würde ich doch sagen, genau, hier gibt es nichts mehr zu tun eigentlich. Sehr schön, also auch benutzerfreundlich da schon mal zumindest, man muss hier nichts mehr tun. Gut, das ist die eine Instanz, die schließe ich jetzt aber nochmal. Tabs schließen. Und jetzt kommen wir zur anderen Instanz. So, hier würde ich dann wieder uBlock Origin installieren. So, und hier gehe ich jetzt auf die Webseite von Fanboy. Und da gibt es dann ganz unten die Add Anti-Cookie-Messages. Also mir wurde auch erzählt, dass diese Annoyances-List das wohl inkludiert. Das steht jetzt hier nicht, aber wir beschränken uns jetzt mal auf diesen Cookie-Test. Und deshalb, ja, bleibt das jetzt so. Mach also diese Liste auf. Wenn man uBlock Origin installiert hat, sieht er gleich, aha, die kann ich doch direkt importieren. Und ich klicke einfach mal abonnieren und dementsprechend ist das jetzt aktiv. Damit wir jetzt gleiche Startchancen für beide Browser haben, gehe ich mal in die Einstellungen und lösche jetzt nochmal alles weg, was bisher so angefallen ist an Daten. So, Daten entfernen würde ich mal sagen. Cookies und Website-Daten, ist das der richtige Dialog gewesen? Chronik löschen ist, glaube ich, besser. Ne? Da machen wir einfach alles. Da ist jetzt auch wirklich dann einmal komplett alles dabei. Okay. So, das eine haben wir. Schließen auch die Tabs. Und jetzt gehen wir nochmal in den anderen rein und machen da den gleichen Spaß. Jetzt sind wir startbereit. Jetzt haben wir also beide Browser komplett nochmal zurückgesetzt, was die gespeicherten Cookies angeht. Und jetzt würde ich doch mal anfangen, was ich ja vorhin schon angekündigt hatte. Und zwar einfach diese ganzen Webseiten aufrufen und einfach mal schauen, was passiert. Und am Ende schauen wir dann mal, wie viele Cookies wir dann hatten. Also los geht's, würde ich sagen. Wir fangen einfach mit dem oberen hier an, mit dem I don't care about cookies. Einmal den Firefox ausführen. Und jetzt gehen wir einfach mal die Webseiten hier durch, würde ich sagen.
Kann sie eigentlich nebeneinander stellen, dann kann man da ein bisschen was sehen. So, einfach zack. Also hier sieht man schon, dass der das weggeklickt hat, meine ich. Also das ist, glaube ich, dieses typische Ding, ne, dass der Cookies dann wegklickt oder so nervige Warnungen einfach wegklickt. Aber wir gehen immer nur auf die Startseite. Ich mache jetzt hier nichts Spannendes. Okay, hier passiert jetzt schon mal nichts. Es ist ja wirklich witzig. Hätte ich jetzt erwartet, dass hier was passiert. Aber ich mache jetzt einfach mal stumpf weiter. Damit habe ich ja die Warnung auch nicht wirklich blockiert. Hier sieht man, dass er was tut. Und jetzt kommt nochmal Adblock ins Spiel und lässt einen da gar nicht weiter. Ja, doubleclick.net hat er halt auf seiner Filterliste. Ist egal, wir machen trotzdem stumpf weiter und gucken uns dann die Unterschiede an. Gleiches bei Facebook. Sieht jetzt auch gerade nicht wirklich was Spannendes. Brigitte.de nehmen wir noch. Warten immer einen Moment, weil ja dieser Cookie-Clicker da vielleicht noch aktiv wird. Und dann gehen wir mal auf chefkoch.de. Gut, das war jetzt die eine Browser-Instanz. Soll ich die schließen? Nee, ich kann jetzt eigentlich mal direkt auf Einstellungen gehen und kann mir jetzt beim Datenschutz direkt die angelegten Cookies anzeigen lassen. So, ich kann nämlich hier Daten verwalten sagen und jetzt habe ich hier eine Liste mit Cookies. Also wir lassen das jetzt mal so und können das ja dann nebeneinander stellen. Ich mache den jetzt erstmal zu, schließe alle Tabs und wir machen den gleichen Spaß jetzt nochmal hier mit unserer extra Cookie-Liste für uBlock. Also auch hier wieder nach links mit dem Ganzen und rechts meine Liste mit den Seiten, die ich ansurfen will. Fangen wir mit spiegel.de an. Hier sieht man jetzt, das bleibt einfach bestehen. Das hat wirklich vorhin dieser Cookie-Clicker weggeklickt. Das hat er nicht hinbekommen, komischerweise. Das kann man aber melden, das werde ich dann auch tun wohl. Ich hatte nämlich in Erinnerung, dass er es tut, aber das war einfach bei YouTube, weil das natürlich auch die Google-Meldung ist. Da passiert jetzt hier halt entsprechend auch gar nichts. Ist auch ein bisschen vielleicht ein komischer Test, jetzt hier immer nur die Startseiten aufzurufen. Trotzdem würde ich es mal tun. Hier ist übrigens, ja, also jetzt habe ich hier eine Cookie-Meldung bekommen. Die hätte ich jetzt gehofft, dass die einfach geblockt wird von uBlock. Also das funktioniert scheinbar wirklich nicht gut. Das ist wirklich vorhin besser gewesen. Gut, Zeit jetzt für den Vergleich. Weil die lassen sich beide gar nicht parallel öffnen. Deshalb müssen wir irgendwie mit Screenshots jetzt gleich mal arbeiten. Also einmal auf Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit und jetzt, sag ich mal, Daten verwalten. Ob ich das irgendwie größer kriege? Nö. Dann jetzt Screenshots machen. Was hier gleich auffällt, ist, dass meine linke Liste, wo also nur uBlock aktiv war, dass die viel kürzer ist als die rechte. Also sind also tatsächlich viel weniger Website-Daten angefallen. Und auch wenn ich mir jetzt mal so die Cookies hier anschaue, ja, sogar bei Spiegel ein weniger. Nee, das stimmt gar nicht. Hier ist Spiegel zweimal drin. Hier ist Spiegel auch einmal mit www und nochmal spiegel.de Spiegel. Das heißt, ich habe hier eigentlich dreimal den Spiegel und hat viel mehr Cookies gespeichert. Das heißt, dieses Add-on wird seinem Namen ja deutlich gerechter, I don't care about Cookies. Das ist dem einfach egal. Also der lässt halt auch die Cookies zu, der will einfach nur die Meldungen wegklicken. So, was haben wir jetzt hier also? 3 und 7, da haben wir für spiegel.de insgesamt 10 Cookies. Und wenn wir mal hier schauen, mit diesen 3 Domains allein, dann bin ich schon auf 12, 20, da bin ich auf 20 Cookies, um Gottes Willen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der die auch ein bisschen verhindert. Einfach durch das Anklicken, dass man keine Cookies haben will, kriegt man bei Spiegel trotzdem Cookies. Ja. Okay, was haben wir denn noch im Angebot? YouTube und Consent YouTube sieht hier gleich aus mit insgesamt 3. Und Google Com sticht hier noch hervor. Hier habe ich nämlich 8 gespeicherte Cookies und hier habe ich 1. Was ist jetzt das Fazit des Videos? Es ist ein bisschen ernüchternd, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich will ja quasi 2 Sachen erreichen. Ich will diese Cookie-Warnungen weggeblockt haben und ich will gar keine Cookies haben. Ja, die Cookie-Warnungen kann ich natürlich mit uBlock wegblocken. Wenn jetzt diese Liste nicht gut genug ist, dann suche ich mir eine andere. Es gibt die Website filterlists.com,
Die führen, glaube ich, insgesamt 20 Listen, die gegen Cookies helfen. Und die werden auch gegen diese Warnungen dann helfen. Auf der anderen Seite dieses Add-on I don't care about Cookies, das sorgt eigentlich nur dafür, dass diese Meldungen weggeklickt werden. Es füllt die dann immerhin so aus, dass möglichst wenig Cookies gespeichert werden, aber das hat einen ganz geringen Effekt nur. Ich muss ehrlich sagen, dieses Ergebnis hätte ich jetzt wirklich in dieser drastischen Form nicht erwartet. Ich werde jetzt also bei meinem privaten Browser das Ganze auch wieder rückgängig machen. Ich werde alles mit uBlock regeln, also sowohl das Blocken der gespeicherten Cookies als auch das Blocken der Warnung. Das macht deutlich mehr Sinn, das Ganze wirklich über ein Add-on abzuhandeln. Es bringt mir ja nichts, wenn die ganzen Warnungen zwar weg sind, aber dann trotzdem im Hintergrund die Cookies fleißig gespeichert werden. Wenn du noch einen anderen Tipp hast, wie man diese ganzen Cookie-Warnungen los wird oder du eine Filterliste empfehlen kannst, die genau das zufriedenstellend erledigt, dann schreib mir das doch bitte mal in die Kommentare. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals.